So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Wollte Es. Endlich. Also, können wir in die Chrome meinen. Wir haben nämlich letztens erst dieses Digi-Egg of Miracle, auch bekannt aus der zweiten Staffel von Digimon und aus dem Bärenfilm und so weiter. Ja, dies müssen die Chrome-Bienen sein, bekannt als das verbotene Land. Es ist lebloser als ich achte. Los, wir müssen uns bei einem Filz suchen. Also, wenn wir es nicht schaffen, den Endboss dieser Mine zu besiegen, dann sage ich Tschüss und geh in die Ecke und verzweifle. Und ich gucke nach, ob es irgendwelche Quests zu machen gibt. Ich habe keine Ahnung, ob es schon wieder welche gibt. Und versuchen wir es nochmal mit der Zunge. Wenn wir an den beiden schon sterben, haben wir eh keine Chance. Wobei Level 16. Murphy nur ein bisschen schwach, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn ich die schon mit zwei Schlägen weg habe, so gesehen. Also, ich bin optimistisch. Hey, ich bin ein Optimist. Und ich hoffe, das backt heute nicht so rum wie gestern Abend. Und soweit ich weiß, habe ich eine komplette Lösung gesehen, dass es wirklich nur einen Weg hier drin gibt. Ich glaube, ich bin damals beim ersten Mal durchspielen auch komplett richtig gelaufen. Und macht euch keine Sorgen, ich habe die Komplettlösung nicht weiter gelesen, als wie weit ich es schon gespielt habe. Also ich kenne nicht weiter als jetzt bis zu diesem Endboss. Weiter habe ich dieses Spiel noch nie gespielt und ein Bakemon, wie cool. Egal, komm, hauen wir nochmal drauf. Zack. Jetzt habe ich vergessen, Heil-Items zu kaufen. Egal, ich gucke mir einfach mal an, wie der Boss ist. Ich vergessen habe, Items zu kaufen. Aber ich glaube, ich habe noch eine ganze Menge gehabt. Crazy Giggle! Nur 25 Schaden. Bestimmt sind es jetzt nicht 25 Schadenspunkte, die mir am Ende beim Endboss irgendwie fehlen oder so. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Dass mir das Spiel so extra ins Gesicht haut und dachte, haha. Jetzt sehe ich aber nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich muss auch die Uhr im Auge behalten. Hab gleich noch eine Übung. Ich gehe jetzt einfach mal oben lang. Ich hoffe, dass es da richtig ist. Truhen spreche ich heutzutage nicht mehr an. Ist mir zu doof. Nö, 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 nö. Unten lang? Hier geht's auch weiter runter. Einfach mal irgendwo lang gehen. Irgendwo kommt man wohin. War ich hier schon mal? Hallo? Kann man sagen, wo ich bin? Eine Truhe. Nein, bleib weg. Ich glaube, die ist blau. Die können wir gar nicht ansprechen. Dann ein Demi-Demimon. Hey, Silly. Ich glaube, wenn ich von dir 100% habe, hole ich dich einmal nur, um dich Silim zu nennen. Falls wir nicht kennen, Silim LP. Kleine Schleichwerbung bei einem anderen Let's Player. Zack. Demida! Du machst doch ganz schön Schaden mit deinem Demida. Hui, stirb endlich. Zack. Kannst du schneller sterben. Ja. Oh, es war schon Level 20, okay. Deswegen hat so viel Schaden gemacht, ja? Alleine so viel wie bei anderen. Die lässt sich bestimmt nachher gut trainieren. Sind wir da? Nee? Immer noch nicht? Ach, da oben haben wir angefangen. Wie schön. Eine Truhe? Nein, da springe ich sicherlich nicht. Und hallo, Phil! Oh, Entschuldigung, ich hab gespoilert. Ich komme hier nicht raus. Ich habe nie gedacht, dass ich in so eine Situation komme. Entschuldigung, bist du Phil? Ja, und wer bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Nein, ich bin Ann und ich habe nach dir gesucht. Wirklich? Ich bin froh, dass du hier bist. Bitte, hol mich hier raus, schnell. Ich bin gefangen worden, als ich hier war, keine Ahnung, von wem? Der Boss, vom Boss hier. Los, los, Beeilung, wir müssen hier raus, schnell, schnell, bla bla bla. Ja, okay, okay, verstanden, bla bla. Oh nein, er ist zurück. Oh mein Gott, ein... Was glaubst du, was du hier tust? Hab ich, Ach, bist du gekommen, um den Tag zu retten? Nun, ich lass dich nicht. Mein Optimist,
Wenn du das so sagst, dann lass mir doch bitte eine Wahl. Nein, nicht. Das ist Maschinendramon, ein Mega-Digimon. Ein Bronze-Tamer ist nicht in der Lage, ihn zu besiegen. Was? Was nun? Oh, da ist Dr. Ranon. Hey, hallo, Darky. Hallo. Bevor du irgendjemand anderes musst, du erst mich besiegen. Hey, du bist doch Dr. Ranomon, ja, unser bester Freund. Nein, nicht. Bist du hier, um uns zu retten? Tschö. Nein, ich bin hier, weil ich viele starke Gegner kämpfen will, um zu beweisen, dass man keinen Tamer braucht, um stärker zu werden. Nun, komm, Maschinendramon. No, du hast keine Chance. Sei dir nicht sicher, bis wir gekämpft haben. Blaze Blast! Oder wie auch immer dieser Angriff heißt. Giga Cannon! Boah, was für Spezialeffekte! Was für eine Power! Nimm das, was auch immer du gerade gesagt hast. Ich werde dich dahin zurückschicken, wo du hingehörst, bla bla. Bin ich besiegt worden? Nein! Tyrannomon! Nein! Das war eine Zeitverschwendung. Wenn du nicht so enden willst wie der, dann obey me. Wir haben nicht genug Kraft, um zu gewinnen. Wir müssen keine Ahnung. Du sagtest also, du bist Phil, richtig? Warum redet der plötzlich so? Egal. Ich habe gehört, du untersuchst Digitation ohne Tamer. Ja, das ist richtig. Nein, Boss, du hast gehört. Der dich gefangen hat, somebody, irgendjemand namens Unbekannt D. Unbekannt D, wer ist das? Ups, oder Incognito D? Ein Pokémon? Oh mein Gott. Ups, das war ein Geheimnis. Oh, du hoffst, du wirst stärker? Natürlich, ich bin ein Mega und ich möchte noch stärker werden. Also du möchtest du den Burst Mode erreichen. Nichts kann sich mir in den Weg stellen. Nun, warum versuchst du nicht das? Lass mich mal eben durch, ich mache ihn stärker. Was? Meinst du es wirklich ernst? Phil, du kannst ihn nicht stärker machen? Sei leise. nun gut, ich bin bereit. Nun, dann setze ich jetzt diesen Chip in dich ein, richtig, und nun, wow, sicher. Plupp, huch, ein Ultra-Level-Digimon, oh nein, was hast du getan? Ich bin zurück zu Sky Greymon, einem Ultra-Level-Digimon degradiert worden, natürlich. Nun, er ist auf den ältesten Trick der Welten eingefallen, das ist deine Chance. Jetzt hast du keine Chance gegen einen Mega, aber vielleicht gegen ein Ultra-Level. Ja, okay, gut, got it. Okay, was, ihr habt mich reingelegt. Wie lange nehme ich mich schon auf? Wo ist meine Maus? Ach, 8 Minuten. Und ja. Also, was gibt's da zu sagen? Es ist groß, es ist schnell und es hat Unmengen an Leben. Es sind, soweit ich weiß, 3 Felder ein und deswegen sind 2 Feldangriffe eigentlich ziemlich gut. Nom. Boah, das funktioniert ja wirklich. Wie geil ist das denn? Boah, aber guckt euch die Lebensleiste von dem Vieh an. Das ist ja wohl der Hammer. Ja, und du machst Bunnypummel, natürlich. Zack. Und wie viel Schaden machst du? 47. Ich glaube, da sollte ich vielleicht auch mal Strange Punch versuchen. Wie begann die Wissen? Wenn er jetzt nochmal dieselben angreift. Das könnte das aus für Jonas bedeuten. Jonas, überlebe! Fein! Jetzt muss ich gucken, was ich für Items bei habe. Genau der brauche ich. Boah! Also das läuft auf jeden Fall wesentlich besser, als ich beim ersten Mal gespielt habe. Wow. Oh, ein Einzelangriff. Das tut ja überhaupt nicht weh. Wie geil ist das denn? Komm, hau rein. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Darkness-Attacken gegen ihn wirklich effektiv sind und versuchen wir Strange Punch, ob das mehr Schaden macht als das andere. Nee, das macht deutlich weniger. Also Jonas, du wirst wirklich zum Heilen degradiert, weil es kann nicht wahr sein, dass du überhaupt keinen Schaden machst. Nur du hast die Möglichkeit, Confusion, also Verwirrung zu... ich wollte wirklich gerade sagen Stun, aber der kann ja gar nicht stunnen, weil, ist ja,
Pokémon. Nicht Pokémon, wollte ich sagen. Ach komm, ein bisschen Verschwendung darf sein. Sansa darf nicht sterben. Jonas macht am wenigsten Schaden. Warum? Puh. Wie steht's? Solange er kein Critical macht, dürfte eigentlich jeder überleben. Und komm, mach mal wieder Zunge. Das läuft eigentlich ziemlich gut. Ich habe jetzt schon die Hälfte weg. Touch of Evil. Ja, genau auf die beiden. Na gut, du machst jetzt einmal, zeigst einmal deine wunderschöne Aura auf Healing. Und zwar auf dich selbst und Murphy. Bing! Hui! 200! Sasa wird noch so einiges überleben, denke ich. Und komm, Strange Punch. Critical! Schön! Okay, lasse so zwei Feldangriffe auf den. Das ist praktisch. Aber sowas von. Und wieder Zungenangriff. Und das klingt irgendwie schon so falsch. No. Ey, der ist so scheiße effektiv, der Angriff. Ach, jeder wird noch einiges überleben. Und gleich muss Jonas vielleicht mal ein MP-Dings auf Sasa machen. Ein MP-Chip S auf Sasa. Ah, schön. Okay. Ist aber zweimal. Was macht er denn? Touch of Evil auf die beiden. Okay, und? Dark Blast auf Jonas. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Ich benutze lieber ein Item. Und zwar ein HP-Chip D auf diese beiden. Denn jeder soll hier von die Erfahrungspunkte mitnehmen. Ich denke mal, das sind bestimmt schon so einige. Wieder Touch of Evil, das kann Jonas gleich machen. Du machst wieder einen Strange Punch. Mach mal auf die linke Seite, weil links cool ist. Cooler als cool. Du darfst Aura of Healing auf die beiden Helden machen. Zack, Sasa wieder voll. So, weil deine MP gehalten worden sind, können wir wieder mit der Zunge angreifen. Voll die Mega-Zunge. Die macht voll viel Schaden. Dark Blast auf Murphy, der eh so scheiße viel aushält. Oh, dann. Ich hab mich schon vor diesem Kampf gefürchtet. Der ist ja schon fast lächerlich. Geil. Touch of Evil. Zack, zack. Die halten alle nur mal so aus. Nein, kein Strange Punch. Wenn das jetzt beides trifft, dann ist er tot. Denke ich mal. Und? Sowas von! Sowas von! Und Murphy ist jetzt endlich Level 16. Jonas Level 21. Wunderschön. Power Laser. Cool. Du hast mich. Ich habe nicht gewonnen. Ich hätte gewonnen, wenn ich ein Maschinendramon gewesen wäre. Tot. Ja, wir haben gewonnen. Aber das war knapp. Nein, das war nicht knapp. Das war sowas von überlegen gewonnen. Danke, dass du mich gerettet hast. Sicher, du brauchst dich dafür nicht bedanken. Oder ich... Boah, ich muss mich bedanken. So rum. Aber, warum hast du Maschinendramon als Skygreymon zurückdiktieren lassen? Oder wie? Ich habe Maschinendramon ein Returnship gegeben. Das lässt sie in die Grip eine Dings zurückdiktieren. Ich möchte weitere Chips oder so was da erforschen. Aber ich bin noch in der Arbeit. Ich bin eigentlich noch gar nicht richtig damit fertig. Ich verstehe. Und was war das? Ich habe jetzt irgendwas falsch übersetzt. Egal. Ich möchte nicht, dass Ellie sich Sorgen macht. Lass uns zurück in die Zentrale gehen. Ja, okay. Ich bin froh, dass Ellie und Phil nun beide sicher zurück sind. Vielen Dank an. Ich habe nicht damit gerechnet, ich glaube nicht, dass es dir hilft, aber ich möchte einen Return-Chip dir geben. Wenn du das hast, können Digimon wieder zurückdigitieren. Man kann zum Beispiel irgendeinen Cherry
Rookie zurückdigitieren lassen und gegebenenfalls Digimon kriegen, die wohl nicht in der freien Wildbahn leben oder so. Hm, keine Ahnung. Yippie, vielen Dank. Ich hoffe, wir können nun Freunde werden. Ey, ja, ich hab den Bruder gerettet. Jetzt sind wir beste Freunde forever. Lass uns irgendwann wieder reden. Ja, tschüssi, Phil. Tschüssi, Ellie. Sieht aus, als hättest du die Aufgabe gelöst. Wie versprochen, ich werde dich zu einem Silberthema befördern. Hey! Congratulations, you are a Silberthema. Wuhu, danke. Nun, lass mich meine... Duties an den nächsten Observer des Silverthemas weitergeben. Er wird dir weitere Instruktionen geben. Ja, für, verstanden. Und ach ja, wo mir gerade einfällt, wer ist dieser Unknown D? Ich nenne es die Crocnito D. er hat Machidramon über Phil aufgeklärt. Unglücklicherweise habe ich keine Ahnung, aber aber irgendwann in der digitalen Welt, so, es ist ein Schemen, das heißt Unknown Deer oder so. Ich verstehe. Verschieben wir das und, ihr müsst weiter trainieren, denn der Weg ist lang und steinig und ich bin sicher, du wirst es schaffen. Ich werde mir alles geben. Ich frage mich, wer der nächste ist. Ich frage mich, ob es Bahaimon oder Zikuhaimon. Zikuhaumon ist, Mann! Okay, Bahaimon. Bahaimon. hey, hallo, mein Name ist Bahaimon. Ich bin der Observer der Silverthemas. Hallo, schön dich kennenzulernen, du großer, weißer, bengalischer Tiger. Ich habe gehört, du hast eine Menge, keine Ahnung was. Ich habe darauf gewartet, dich zu treffen. Oh, wirklich? Du machst mich ja ganz verlegen. hey, lass uns nicht deine Verteidigung runter. Nun, bist du ein Silverthema. Ultimate Digimon will, also Ultra Digimon wollen jetzt auf deine Kommandos hören. Aber jeder Thema muss, nochmal seine Fähigkeiten beweisen. Ja, natürlich, Sir. Nun lass uns mit der nächsten Aufgabe beginnen. Der ist ein Pagumon, das nicht alleine mit, irgendwie alleine unterwegs ist. Wir können kein gutes Thema für ihn finden. Könntest du ihm bitte irgendwas geben? Hier, wir sollen uns jetzt um ein Pagumon kümmern. Aha. Okay, I will send him to your Digiform right now. Jetzt haben wir also ein Pokémon gekriegt und wir sollen uns um dieses Ding kümmern. Ich habe einen Digimon Farm Record. Nein, möchte ich nicht. Und wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 17 Minuten noch. Ein bisschen können wir noch machen. Hey. Na, 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 na. Dann können wir mal. Oder noch nicht. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Bist du das, Phil? Phil, bist du das? Nee, Spansus. Ich war. Achso, irgendwas ist bei ihm auf der Farm passiert und man darf da nicht, muss da aufpassen, dass da nichts passiert oder so ein Schwachsinn. Gehen wir einfach mal auf die Digi-Farm und gucken nach, ob da irgendwas passiert ist. Da, 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 da. Ja, da ist Pangmon. Hä? Wer bist du? Du musst der sein, den Bahaimon gesteckt hat. Ich bin der Thema von dir. Thema? Ich brauche kein Thema. Ich hasse Menschen, die denken, sie wissen alles über mich. Hey, 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 hey. Ach ja, nur damit es wisst, ab jetzt ist das Spiel blind. Soll ich das jetzt schon oben hinschreiben? Ja, okay. Was war das? Er ist einfach weggehüpft. Wo ist er denn gehüpft? Ja, keine Ahnung. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich speichere. Bin froh, dass es keine Bugs heute gab und würde sagen, bis dann.